Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllisters Outdoor Cooking. Hier im Dutch Oven seht ihr ein leckeres Pulled Beef Stew. Dieses Pulled Beef Stew werde ich heute für euch zubereiten. Das soll ein bisschen so auf die Art richtiges Pulled Beef hinauslaufen. Nicht ganz so kompliziert, nicht ganz so aufwendig. Kombiniert als kleiner Eintopf mit ein bisschen Gemüse. Wie wir das alles machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Wir brauchen heute für unser Rezept folgende Zutaten. Wir haben hier einmal eine Rinderhüfte, das ist gut 1,2 Kilogramm. Wir haben hier Tomatenmark, wir haben Rinderbrühe, das ist bloß ein bisschen was, da werden wir noch einiges mehr brauchen. Hier haben wir so einen Metallteebeutel, da ist Lorbeerblatt und Pfefferkörner drin. Hier haben wir Markknochen, dann haben wir Salz und Pfeffer, vorsichtshalber, falls wir es brauchen. Petersilie, wir haben hier einen Meerrettich, Tafelmeerrettich aus dem Glas. Dann haben wir Majoran, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Jetzt werden wir die Zutaten klein schneiden und das machen wir für euch wieder schön kompakt zusammengefasst. So, als erstes werden wir anfangen, dass wir unsere Kartoffeln schälen. Unsere Kartoffeln werden wir in schöne kleine Würfel schneiden. Die genauen Mengenangaben könnt ihr euch natürlich wie immer in der Infobox nachlesen. Als nächstes werden die Karotten geschält. Die Karotten werden wir uns dann auch in so schöne dünne Streifen, Scheiben runterschneiden. Zuletzt werden wir uns noch unsere Zwiebeln schälen und die dann auch in schöne kleine Würfel hacken. Unsere Rinderwade werden wir jetzt einfach nur mit Salz würzen, dass wir die dann schön kräftig im Dutch Oven anbraten können. Und das war es dann auch schon an Vorbereitungsarbeiten. Ja, wir haben jetzt unter unserem Dutch Oven schon Kohlen positioniert und Öl reingegeben und fangen jetzt mit dem Anbraten an. Und jetzt werden wir hier unser Fleisch erst einmal kräftig ringsherum anbraten. Nach guten 1,5 bis 2 Minuten werden wir unser Fleischstück hier mal umdrehen. Und wir sehen, wir haben hier gut Röstaromen bekommen. Jetzt lassen wir uns diese Seite noch gut anrösten. Ja, wenn unser Fleisch dann ringsherum gut angebraten ist, dann werden wir das mal kurz auf die Seite stellen. Und werden anfangen, dass wir uns unsere Karotten und unser Gemüse hier ein bisschen mit anbraten werden. So, wenn unsere Zwiebeln dann anfangen, dass sie ein bisschen Farbe kriegen, werden wir uns hier in der Mitte so eine kleine Mulde machen. Und werden hier so gut 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark hinzugeben. Und das Tomatenmark lassen wir hier in der Mitte schön ein bisschen anrösten. Wenn das Tomatenmark dann schön angeröstet ist, werden wir das Ganze jetzt hier überall mit unterrühren. Und dann machen wir uns hier wieder so ein bisschen Platz frei. Und dann können wir uns hier unsere Markknochen dabei mit dazugeben und die ein bisschen noch mit anrösten lassen. So, als nächstes werden wir das Ganze jetzt mit unserer Brühe hier ablöschen. Und schon sollte man dann auch gleich wieder ein bisschen mehr sehen. Das waren jetzt 1,5 Liter. Das lassen wir jetzt erstmal so fürs Erste, aber da werden wir dann nachher noch ein bisschen was dazugeben. Für den besonderen Kick heute bei unserem Essen werden wir jetzt hier so Richtung Tafelspitz gehen und ein bisschen Tafelmeerrettich mit dazugeben. Hier machen wir jetzt einfach einmal 3 Teelöffelchen hier fürs Erste und werden das hier schön mit unterrühren. Jetzt haben wir hier unseren Gewürzbeutel mit den Lorbeerblättern und den Pfefferkörnern. Die werden wir hier in der Flüssigkeit einfach nur versenken und können hier schön einhängen an der Durchführung für das Thermometer. Dann geben wir ein bisschen Majoran dazu. Da machen wir einmal so gefühlt 2 Esslöffel voll. Machen wir 3. Majoran gibt immer richtig geilen Geschmack ab. Geben jetzt wieder unser Fleisch mit dazu. Geben uns jetzt nochmal gut 1,5 Liter Brühe hier mit rein, dass unser Fleisch so gut wie bedeckt ist. Dann werden wir uns hier die Hälfte von unserem kompletten Bund von der Petersilie hier mit dazugeben, dass das alles schön mitkochen kann. Ja, soweit sind wir jetzt dann auch derweil fertig. Das Ganze darf jetzt für 2 Stunden bzw. 2,5 Stunden schön gemütlich hier dahin köcheln. Wir werden jetzt unseren Deckel hier drauf geben, haben hier noch ein paar Kohlen oben mit drauf und dann kann das Ganze schön gemütlich dahin blubbern. Willkommen zurück. Wir haben das Ganze jetzt 2 Stunden schön dahin schmoren lassen und wir werden jetzt hier mal reingucken. Also außer Dampf sieht man erstmal nicht viel.
Und jetzt werde ich einmal das Stück Fleisch hier rausnehmen. Also hier könnt ihr sehen, es ist schon richtig weich geworden. Das werden wir uns jetzt in so eine kleine Konzisform geben und werden uns das dann pullen. Vorher werden wir jetzt noch unsere Markknochen entfernen. Also ihr seht, das Knochenmark hat sich hier rausgelöst. Das schwimmt jetzt irgendwo in der Soße bzw. löst sie dann noch mit auf. Also die Knochen raus. Wir geben jetzt unsere Kartoffeln dazu. Den Gewürzbeutel haben wir jetzt auch rausgemacht. Und jetzt werden wir die Kartoffeln hier mal ein bisschen unterrühren. Und jetzt werden wir das Fleisch hier schnell noch klein pullen. Also so haben wir das Ganze jetzt hier klein gezupft. Da sind teilweise noch ein bisschen größere Stücke mit dabei. Aber das macht gar nichts, weil, wie gesagt, das soll halt nicht so feinfaserig sein wie richtiges Pulled Pork. Und das werden wir jetzt alles hier zu unserem Eintopf mit dazugeben. Jetzt werden wir das alles hier nochmal schön unterrühren. Wir werden die Soße jetzt einmal ganz schnell probieren. Oh Leute, das schmeckt herrlich. Super geil. Also das passt mir super so. Wir geben jetzt den Deckel wieder drauf. Werden die Kartoffeln noch gute 20 Minuten schön durchziehen lassen, dass sie noch eine gewisse Bissfestigkeit haben. Unsere Kohlen sind auch so weit aufgebraucht. Das bisschen Restwärme, was wir jetzt hier von oben noch haben, das ist super. Und dann sehen wir uns dann in 20 Minuten wieder. Ja, willkommen zurück. Es sind jetzt gute 20 Minuten vergangen und unsere Kartoffeln sollten jetzt eigentlich gut sein. Also es köchelt alles nur noch ganz leicht da drin vor sich hin. Um dem Ganzen jetzt nochmal den richtigen Touch zu verleihen, werden wir jetzt nochmal hier was von unserem Meerrettich reingeben. Also die 3 Löffel, die wir hier am Anfang hatten, von denen ist nicht viel Geschmack übergeblieben. Deswegen werde ich jetzt weitere 5 Teelöffel hier reingeben. Also wir sind dann fast schon wirklich beim ganzen Glas. Denn ich möchte es gern ein bisschen mehr rettichlastig. Im Resümee werde ich euch sagen, wie das dann sich verhalten hat. Ob ihr weniger nehmen sollt oder nicht. Und das rühren wir jetzt hier auch nochmal schön unter. Oh, dieser Duft, Leute, dieser Duft. Unglaublich. Mega geil. So, jetzt werden wir uns hier was rausholen von unserem Stew. Also schaut euch das mal an, Leute. Ha? Schön fleischig mit Kartoffeln und Karotten drin. Da könnt ihr so, wenn ihr wollt, noch ein bisschen so ein Sahne-Meerrettich draufgeben, wenn ihr wollt. Bisschen Deko. Und jetzt werden wir das Ganze verkosten. Ja, also endlich Verkostungszeit. Ich freue mich da schon seit Ewigkeiten wie Wahnsinniger drauf, das endlich zu probieren. Und ich werde jetzt ein bisschen was auf dem Löffel tun. Aber schaut euch mal das geile Fleisch an, Leute. Das ist, seht ihr das? Wie das alles hier so feinfaserig, super, super geil. Ja, also für mich heißt es jetzt guten Appetit, für euch vielleicht auch. Mahlzeit. Freunde, dieses Gericht ist eine absolute Wucht. Also erinnert tatsächlich wirklich ein bisschen so an den Tafelspitzbraten, den man sonntags von der Oma kriegt. Und hat richtig, richtig Geschmack. Ich habe euch gesagt, ich werde euch verraten, wie das jetzt mit Meerrettich war, den ich da hinzugegeben habe. Also für mich persönlich ist die Note am Meerrettich richtig, richtig gut. Leute, die den Meerrettich vielleicht nicht so gern mögen, werden ihn eventuell ja komplett weglassen oder ihr nehmt dann wirklich ein bisschen weniger. Aber ich finde das jetzt so richtig geil. Also ihr könnt da wirklich so ein komplettes kleines Gläschen da reintun. Wie viel das genau ist, seht ihr in der Infobox, was das Glas gehabt hat an Menge. Werde ich euch alles genauestens hinschreiben. Ansonsten ist das Ganze wirklich ein super geiler Eintopf geworden. Also bin ich mega begeistert. Schön die Karotten hier mit ausgekocht. Auch diese Markknochen, die wir hier mit ausgekocht haben, waren richtig, richtig gut. Also das schmeckt mir tatsächlich raus. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, wenn ihr solche Sachen habt mit Fleisch, die ihr lange kocht, gebt solche Markknochen einfach dazu. Das lohnt sich. Probiert es einfach mal aus, weil ihr es noch nicht getan habt. Leute, die es immer machen, die wissen, wovon ich rede. Also wirklich ein prima, prima Gericht. Macht es nach. Kann ich euch 1000%ig ans Herz legen. Und in diesem Sinne möchte ich ja zum Schluss kommen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch wieder gefallen. Wenn es so war, Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar.
Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, hier oben könnt ihr das gerne nachholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt McAllister's Outdoor Cooking. Macht's gut!